So, was ist mit einer Runde Diablo 3? Ich bin jetzt noch immer auf Qual 3. Ich überlege allerdings gerade, ob man ein großes Portal machen oder eventuell infernale Maschine. Ich glaube, ich habe fast Bock auf Dingensen hier farmen. Zugegeben nach Neutristam. Ich habe am Anfang relativ lange rumgesucht, wo das geht, hat ein bisschen gegoogelt und so und ich habe gelesen von den Brüdern hier, also diesen Heilern. Und wenn man da 70 ist und dahin geht, dann passiert nichts. Doch, dann öffnet sich eine Tür. Und in diesem Raum kann man eben diese Maschine öffnen, also diese Portale quasi. Und da wird es dann heavy. Und das glaube ich, habe ich sogar genau den, der sogar ziemlich heavy ist. 1,4 Milliarden HP. Krass. Kann ja nur schief gehen. Okay, also ich glaube fast so ein bisschen too much hier, oder? Ich meine, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber es könnte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir probieren es einfach. Mehr schiefgehen kann es nicht. Ich meine, Schaden ist am Start. Tanken können wir das Ding auch, also das geht. Und ich weiß gar nicht jetzt genau. Achso. Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, was das für einen Sinn macht, wenn man das mit einem höheren Schwierigkeitsgrad macht. Ja, wahrscheinlich droppen wahrscheinlich mehr, ja. Kann gut sein. So, lass mich raus. Gut, das ist natürlich ein bisschen schwierig da. Ja, ich merke es gerade schon. Ah, Qual 3 ist ein bisschen zu hoch auf alle Fälle. Das packt mich nicht ganz. Eventuell doch Qual 2. Ich meine, Qual 2 ist ja wirklich für ein Solo-Game jetzt nicht so schlecht. Also, zumindest am Anfang. Später ist es dann schon schlecht, aber klar. Was hat er das denn so ein HP? 800 Mille, also ich glaube 800 Mille ist immer noch mehr als ausreichend. Und schauen wir, was das Ding an Schaden macht. Also wie gesagt, wir können an sich einiges absorbieren. Und ich glaube, das läuft auch. Also wäre auch so gelaufen, aber spawnen doch ein bisschen mehr und das Problem ist halt, gegen einen mit Barbar. Oder? Barbar spielen, oder? Ja. Mit Barbar gegen einen. Okay, machbar. Gegen eine größere Gruppe, wo man halt jetzt, also wo jetzt HP-technisch halt so im Mittelfeld liegt, okay, auch kein Ding. Die kannst du wegschnitzeln ohne Ende, aber sobald du auch schon zwei oder vielleicht sogar noch mehr Gegner hast, die wirklich viel HP haben und tankig sind, da hast du ein ziemlich großes Problem einfach. Also da ist halt der Barbar wirklich. Ich hab dieses Schild die ganze Zeit, egal. Dass der Barbar halt wirklich sehr, sehr weak. Also zumindest mit meinem Build aktuell. Also da kann ich halt. Da bin ich halt RIP. Also da kann ich halt nichts machen. Also hier, ich meine, 263 Millionen HP. Auch wenn ich hier die ganze Zeit rumwirbel und so. Alter, frisst mich einfach. Junge, what the fuck? Also da habe ich halt, wie gesagt, da habe ich echt schlechte Karten. Ich sehe nicht mal diese Laser, das ist ein bisschen ungünstig. Ein bisschen unangenehm vor allem. Weil ich tonnenweise Schaden kassiere und ich nicht mal sehe, von was und von wo ich Schaden kassiere. Oh Gott. Fuck, ey. Qual 1? Fragezeichen. So ein HP. 540k. Es ist nicht viel, aber es geht. Es müsste eigentlich ausreichen. Ich meine, wie gesagt, der hier ist meiner Meinung nach der stärkste. Und ist natürlich auch wieder super für so einen Vorwurfeffekt und so. Wenn wir natürlich jetzt auch genau nur den haben und keinen anderen. Ja, ich weiß, können wir farmen und so weiter. War kein großes Ding, aber. Und die anderen fand ich super easy. Also teilweise manche Bosse waren für mich persönlich gefühlt dreimal einfacher als der hier momentan. Und auch als wir zu zweit gespielt haben mit den Season Sets und so, hatten wir trotzdem Probleme bei dem. Also das Ding ist, es ist echt nicht so easy. Weiß nicht warum. Die anderen sind okay. Einer ist auch noch relativ. Hat also auch noch ziemlich an sich.
Aber der hier ist besonders. Und die anderen zwei, die sind eigentlich relativ easy. Ich komme nicht easy, aber schon verhältnismäßig easy. Ich versuche jetzt gerade, dass wir irgendwie erstmal ganz einen kleinen Scheiß wegkriegen. Oh fuck. Das Ganze klappt oder nicht? Keine Ahnung, würde ich aufstellen. Na, ich weiß auch nicht genau, ob das gerade Sinn macht, wenn wir den ganzen kleinen Scheiß killen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach erst den ganzen großen Scheiß killen. Ich glaube, solange er hier alles mögliche rausspammt, erst mal latschen. Jo, nice. Dann haben wir eben erstmal den weg. Der geht immer so ein bisschen Rage, das ist ein bisschen nervig, muss man aufpassen. Weiß nicht, ob hier wirklich kommt Zeit, kommt Rat geboten ist oder ob man hier wirklich dann einfach direkt rein sollte und. Oh Gott, nein, nein, nein. Muss eigentlich überleben hier. Oder ob man lieber dodgen sollte und ein bisschen. Also entweder voll rein oder ein bisschen warten, raus, keine Ahnung. So, komm, flieg um, flieg um, flieg um, flieg um. Nice. Hä? Ach, das ist der Boss? War es gar nicht der andere der Boss? Oder bin ich verblöd? Haben die irgendwie geswitcht? Hä? Lol? Ich hätte gerade schwören können, der andere war der Boss. Vielleicht bin ich aber auch gerade zu Brain AFK. Also kann auch sein, weiß ich nicht. War auch in Ordnung. Das Ding fällt auch gleich um. So, nice. Herz des Schreckens. Yo, Lootception, 119k. Alter, unsere Zähigkeit einfach. Genau das, was wir jetzt eigentlich eh schon vielfach haben. Haben wir jetzt nochmal gedroppt, super. Naja. Gut, jetzt haben wir erst 10 Minuten. Ich würde mal sagen, wir könnten auch nochmal schnell Inventar lernen. Und dann fahren wir uns vielleicht einfach ein paar andere Dinge, ein paar andere Schlüssel. Ach, das Kummer. Was haben wir hier? Okay, Schreckens brauchen wir auf keinen Fall. Wir brauchen für den anderen der Verdorbenheit. Den kriegen wir wo genau? Auf der 5 nicht, auf der 3 auch nicht, auf der 2. Verdorbenheit. Na dann. Dann könnte man zumindest uns mal die Amulette und so weiter craften. Dass wir auch ein bisschen vorankommen nochmal mit dem Ding. Ich meine, im Prinzip, wir gehen jetzt darauf, killen irgendeinen kleinen Boss und das war's dann wieder. Vor allem, wenn wir es eh bald 2, von dem her ist eigentlich eh ziemlich easy. Merke ich gerade zumindest. Ja. Geht ganz gut, würde ich sagen. Ich sehe jetzt so keinen Schaden, den ich mache. Das ist da oben mal. Geht gut down. Wie gesagt, Attack Speed gegen einen Mob, kein Problem. Generell DPS, die man an einem Mob raushauen, easy. Hä? Hä, lol, was? Hä, wie, wir haben nichts gedacht? Hi. Hä? What? Was? Kann er auch nichts droppen? Ich habe keine Ahnung. Ich reload jetzt mal ganz kurz und probier's nochmal. Vielleicht auf Qual 3 sogar. Ich dachte mir, es droppt immer zu 100%. Kann mich auch täuschen, keine Ahnung, möglich. Vielleicht war Qual 2 wirklich einfach zu niedrig. Ich meine, ich habe keine Ahnung, an was das gebunden ist. Also, ich habe auch schon auf Qual 2 die Schlüssel getroppt, deswegen wundert es mich einfach nur. Was war das der Angst? Nee, der Verdorbenheit, oder? Ja, Verdorbenheit. Haben wir noch irgendwas anderes getroppt? Irgendwas, was Legendäres dabei? Habe ich nicht aufgepasst.
Strange. So, jetzt ein Schütter weg. Könnte jetzt auch einiges Cooles an Zeug droppen. Ach genau, unser Geld wieder zur Erfahrung oder so, glaube ich, ja. So, irgendwie so war das doch eine Art. Ja, wir brauchen so viel Erfahrung. Von wirklich viel Erfahrung. Das ist echt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, selbst wenn es 1:1 umgewandelt werden würde. Eigentlich wollte ich den das gerade befreien, ich wollte gerade dahinter. Dann da runter irgendwie, wo müssen wir hin? Da ist irgendwas Fettes. Huhu. Das Ding ist gerade ziemlich fett. Wobei, es geht eigentlich sogar. Ich meine, der geht down. Der geht gut down eigentlich. Quali 4 wäre natürlich jetzt noch besser und so, klar. Ist natürlich immer so das Ding. Ich meine, solange wir Geld droppen, ist die Schwierigkeit eigentlich egal. Solange wir Geld droppen, haben wir Rüstung und Zähigkeit und was weiß ich, echt ohne Ende. Also da ist es komplett Wayne. Jetzt haben wir es gedroppt. Gut, dann können wir uns teleportieren nach Akt 1. Machen wir das Ding nochmal auf. Jetzt schauen wir mal, wie schwer das der ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das ist der in Anführungsstrichen zweitschwerste war. Oder jetzt, also wie gesagt, wird auf alle Fälle einfacher. Ich hoffe jetzt auch, dass wir ihn wirklich hier schaffen. Auf Qual 3. Ach, das Ding, oder? Ne, das war ein anderes Teil. Keine Ahnung, können wir das rausfinden. Warum sind nicht keine HP? Habe ich es mir ausgemacht? Da, V. 800. Welches ist das aber? 800 musst du beide killen, oder wie? Okay, das heißt 1 Milliarde HP. Ja, das ist natürlich super für mich, Kappa. Ziemlich jede Klasse wird wahrscheinlich da. Na, ich weiß, ich meine. Durchwirbeln die ganze Zeit. Kein Plan. Damit macht man wahrscheinlich nicht den krassen Schaden, nur diese krassen Hits halt dann. Was halt echt ungünstig ist eigentlich. Oh Gott, ey. Blöd. Ja, egal, das Ding geht down. 50k Regeneration pro Hit. Das Ding geht irgendwie schneller down als der. Ich greife die ganze Zeit einen anderen an, aber geht trotzdem schnell down. Wahrscheinlich wegen Kollateralschaden, oder?